Moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mal was anderes. Wir spielen heute Yu-Gi-Oh! Duelist, also Legacy Duelist, keine Ahnung was. Wir spielen Einzelspieler, weil ich habe vorhin die Tutorials durchgespielt und ich habe halt noch nicht wirklich viel Yu-Gi-Oh! Geguckt, gespielt oder sonst was. Und deswegen, ich hatte aber einfach mal Bock drauf und ja, also wir spielen erstmal Einzelspieler-Kampagne mäßig, so dass ich ein bisschen reinkomme und dann später mal, wenn ich noch einen Kumpel hat, der sich das auch holt, spiele ich, duelliere ich mich mit dem. So, würde ich sagen, starten wir mal. Königreich der Duellanten, genau. Lade Yu-Gi-Oh! Geschichte. Weiter. Die Geschichte von Yugi Muto beginnt in der Domino High School. Wenn ich da gerade keinen Bock habe, das vorzulesen, weil ich eigentlich auch generell scheiße bin im Lesen. So. Wow, was für ein ergreifendes Intro. Sicher eine Geschichte. Ja. So. Also Leute, ihr könnt mir auch gerne Tipps in die Kommentare schreiben für Yu-Gi-Oh! Generell für Deck-Tipps und sowas, keine Ahnung, weil ich einfach keinen Plan habe von diesem Sch Spiel. Ich werde mir den Anime auch demnächst noch reinziehen, nur ich muss meinen, den ich momentan angefangen habe, erstmal zu Ende bringen. Ich gucke nämlich morgen. Momentan ist Seven Deadly Sins und das will ich erstmal zu Ende bringen, bevor ich dann Yu-Gi-Oh! Anfange. Lass uns zunächst lernen. Okay. Schwören! Ah, ich soll's setzen. Ja, wenn man mal lesen würde, Leute. Sorry. Sorry, falls das auch noch ein bisschen langweilig ist jetzt am Anfang. Weil ich jetzt halt, wie gesagt, erst anfange. So. Nun, lass uns was. Dann zum Ende. So. Zug ändern. So. Was hat er denn für ein. Ja, aua. Ah, ne, also, ach so, okay. Ja. Herzlichen Glückwunsch, du hast den ersten Angriff überlebt. Lol, ich hab's nicht mehr mitbekommen. Du hast vielleicht bemerkt, dass Joey dich angegriffen hat und sich selbst Schaden hinzugefügt hat. Ja, lass mich erklären, was passiert ist. La la la, la la la, la la la, la la la. Wähle Banner des Mutes, ja. Dann böllern wir doch mal aktivieren, okay. So, ja. Setzen. So. Angriffsposition wechseln. So, den soll ich beschwören. So, jetzt in die Battle-Phase, genau. Greifen. So. Und damit machen wir jetzt einen direkten Angriff, genau. Angreifen. Ja, indirekt. Ich habe ihm Schaden gemacht, Alter. Ich klatsche hier weg. Genau, so Endphase. So. Leute, ich bin dran. So, was soll ich machen? Joey hat keine Chance. Lass ihn jetzt fertig machen. Okay. Tribut beschwören. Okay, beschwören. Ja. Tribut beschwören. Wir nehmen die Karte. Wähler. Nehmen wir die Karte als Tribute, mir Schnubber. Wenn nicht die Karte, dann die. Ist mir sowas für ein Schnubber, Leute. Ja, wähle ja. Effekt aktivieren. Alle. Alle. Oh, weggeklatscht. Ja. Was auch immer. Ja, Effekt aktivieren. So, wir holen uns den wieder. Oder wie? Habe ich das jetzt verstanden? Ich dachte, wir holen uns den jetzt wieder. Lol. Effekt aktivieren. So. Leute, ich mache hier irgendwas, ohne richtig zu wissen, was ich mache. Also, hilft mir. Jetzt sind wir bereit zum Angriff. Ab in die Battle-Phase. Angriff. Direkter Angriff. Boom. Direkter Angriff. Boom. Alter, letzter Angriff und er ist weg.
Haha. Komm, wir machen noch eine kleine Runde. Das Herz der Karten. Oh. Als nächstes muss ich das Herz der Karten machen. Ja, stimmt ja. Weil ich ein Stein. Ja! Bin ich gut. Aber ich bin nett. Er spielt das erste. Geiba. Wir beschwören erstmal unseren krassen Seelenwolf hier. Weil ich keine Ahnung habe, was ich mache. Aber. Und da ich jetzt nichts. Nein, ich will nicht die Details. Wir haben hier doch noch. Ein schwarzes Loch. Was kannst du? Zerstört alle Monster auf dem Spielfeld. Mach ich das jetzt? Weil ich habe gerade das meins geböllert oder so. Ja, wir setzen die einfach mal. Gehen jetzt. Ganz krass in die Battle-Phase hier. Und sagen angreifen und. Klatsch mir den weg. Scheiße, nein. Klatscht der mich auch weg. Mist. Okay, Leute. Ich würde sagen, wir versuchen das jetzt noch einmal. Jetzt müssen wir den wegklatschen. Aber diesmal will ich den ersten Zug machen, wenn ich gewinne. Blatt! Mist. Natürlich. Achso, by the way, wir haben es 20.15 Uhr. Das Video nehme ich gerade am 18. auf, aber ich werde es erst morgen, also am 19. hochladen, also nicht wundern. Weil ich habe morgen wieder Schule und das ist dann ein bisschen blöd, deswegen mache ich das nach der Schule und so. Ich hoffe, ihr versteht das. Erstmal setzen wir mir irgendeinen krassen Du, ja. Und setzen wir dich. Dann, obwohl, warum habe ich nicht erst die Karte gespielt? Hätte ich alle seine Monster weggeklatscht. Das hat mir jetzt voll. Während deiner. Achso, das sind genau die gleichen, zwei gleichen Karten. Ach komm. Wir setzen sie erstmal nur. So. Jetzt gehen wir in die. Ja, Endphase. Weil, ja, ich kann eh nichts machen. Kann ich angreifen. Hab mir hier nur gesetzt. Achso, die. Nein! Oh, es klatscht meine Karte weg. Wieso kann ich jetzt das hier machen? Ich hab nicht aufgepasst, aber ich erwähle dich. Achso, weil ich. Nee, hä? Leute, wieso kann ich das? War das wegen dem? Egal, so. So, Effekt aktivieren. Wir klatschen erstmal alle seine Monster weg. Ich wurde eigentlich alle. Doch! Alle weggeklatscht. Dann beschwören wir diese Karte herauf. Dann setzen wir die. Gehen ganz krass in die Battle-Phase. Und würgen die mal ein bisschen Damage rein, weil der uns gerade eben so. Alla! Wegflaxen wollte. Und dann gehen wir einfach in die Endphase und lassen ihn machen. Wir lassen ihn arbeiten, Leute. Ist einfach so. Müssen wir machen. Achso, ja, und ich habe ausnahmsweise mal keine Brille auf. Fällt mir gerade erst auf, aber. Ja, ausnahmsweise mal ohne Brille heute. Sieht vielleicht ein bisschen kacke aus. Kann sein. Ach, ich bin schon wieder dran. Bin ich denn schon wieder dran? Lol. Ich beschwöre dich. Dann gehen wir in die Battle-Phase. Greifen dich ganz schön Galactomacto an. Was auch immer das gerade für ein Wort war. So, gehen in die zweite Main-Phase. Aktivieren diesen Crap hier. Weil durch den kann ich ja dann irgendwie eine weitere Karte ziehen in meiner nächsten Draw-Phase. Und beenden meinen Zug. Alter. Ich ohne Brille sehe schon schlimm aus, Leute, ne? Kann ich verstehen, wenn ihr euch jetzt ekelt. Ich kann ihn verstehen. Den Effekt von. Ja! Lol. Ah! Achso, ich war schon wieder dran. Ich krieg das nie mit. So. Du hast wie viel? 1000 ATK? Du hast 1300 ATK. Wir beschwören erstmal dich. Dann setzen wir dich. Obwohl ich hätte auch einfach gleich den Effekt aktivieren kann. Für meine nächste Draw-Phase. Dann gehe ich in die Battle-Phase. Und kann, glaube ich, eigentlich nichts ausrichten. Weil wenn ich den jetzt damit wegklatsche, ist der weg. Ja. Bist du verblödet oder bist du verblödet? Mann, bin ich schlau. Ich kann. Mit dem kann ich auch nicht angreifen. Können wir einfach gleich in die Endphase gehen. Und ihn machen lassen. Weil er mit seinem. So. Also, ach, ich will wissen, was es ist. Hallo!
Danke. Aber ich habe hier schon gut Schaden gemacht, muss ich sagen. Was habe ich denn für krasse Karten? Ah, der hat 1400 ATK. Den können wir gleich mal rausholen. So. Okay, er kräft uns erstmal wieder direkt an. Warum konnte ich den denn jetzt rausholen? Jetzt bin ich dran. Wir beschwören diesen Dude. Gucken, was das hier macht. Nein, wir bleiben erstmal in der ersten. Dann aktivieren wir diesen Effekt einfach mal, um zu sehen, ob mir das jetzt was gebracht hat. Gehen in die Battle-Phase. Oder hätte ich noch ein Monster beschwören können? Nee, ich habe das beschwört. Beschworen. Klatschen. Genau, das weg. In die zweite Main-Phase. Da kann ich eh kein Monster beschwören. So, dann aktivieren wir diesen Effekt. Nehmen das Monster da. So, das haben wir jetzt zu uns rübergeholt. Ne, das lassen wir in normale Position. Gehen jetzt in die Endphase. Und er ist dran. Hat er sich jetzt gerade gehittet oder was? Effekt von den Herzenssonderlegen aktivieren. Ja! Ja! Ich weiß doch nicht, was das jetzt gebracht hat, Leute. Ihr könnt es mir erklären, was ich gerade gemacht habe. Weil, wenn ihr das Spiel gut kennt oder so. I don't know. Ich muss das mal wirklich reinfinden. Du hast 1800 ATK, dann beschwören wir dich einfach mal. Scheiße. Dafür muss... Nee, das will ich jetzt nicht beschwören. Ich will die beiden hier nicht wegklatschen. Dann nehmen wir dich, weil du hast... Oder was machst du nochmal? Lass mal setzen. So, dann klatschen wir dich raus. Beschwören. Gehen in die ganz krasse Battle-Phase hier, Leute. Ganz krass. Sagen angreifen. Greifen erstmal mit dem niedrigsten an. Oh, das... Das war sogar perfekt, Alter. Ich bin gut. Jetzt greifen wir ihn direkt an. Jetzt hat er noch 5000 Life Points. Jetzt hat er noch 3800. Sorry, my mistake. Mathe ist nicht das Beste, was ich kann. Jetzt gehen wir in die Endphase und er ist dran. Alter, er hat sich wieder hochgeheilt. Ich verstehe das nicht. Ja. Jetzt haben wir hier wieder ein paar andere Karten. Okay. Oh. Oh, wie viel hat er? 1400. Da wir in der krassen Main-Phase am Anfang sind, setzen wir dich erstmal. So. Ja, dann gehen wir in die Battle-Phase. Ich glaube, wir können ihn damit schon so gut wie fast wegklatschen. Und greifen ihn einfach direkt an. Und nochmal direkt. Und nochmal direkt. Alter, jetzt ist er weg. Jetzt ist er weg, Leute. Jetzt ist er weg. Ja! Alter, ist die Musik geil, Leute. So, das machen wir dann in der nächsten Folge. Ich mache davon jetzt wirklich ein paar mehr Folgen. Die unbesiegbaren Riesenmotten machen wir nächste Folge, Leute. Also erstmal für den Anfang. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, ihr könnt mir helfen ein bisschen bei Yu-Gi-Oh! Weil ich bin wirklich noch nicht wirklich gut. Ich denke mal, das habt ihr vielleicht auch schon so gemerkt. So, weil ich einfach nicht gemerkt habe, was ich mit welcher Karte wirklich mache. Vor allem, wenn ich mir durchlese, verstehe ich manches einfach nicht. Weil, keine Ahnung, ich bin ein bisschen dumm an der Birne. Ist aber auch egal. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst ein Like oder Abo da und wir sagen ciao und bis zum nächsten Mal. Ciao. Seit so vielen Jahren, Yugi, will ich dich schon schlagen. Ja. Im Land der Duellanten habe ich die stärksten Karten.